Die 4.0 ist da und damit auch unsere erste Fontaine 5-Sterne-Figur Lune, meine lieben Freunde. Und natürlich möchte ich dieses Video wieder dafür nutzen, euch einen Eindruck davon zu geben, wie ich persönlich ihn spielen würde, welche Erfahrungen ich mit ihm gemacht habe und welche Artefakte und Waffen und Teams euch dementsprechend empfehlen würde. Ich möchte direkt davor sagen, dass ihr es relativ schwierig fand, ihn in diesem Video zu beurteilen. Natürlich, das kriegt ihr nochmal zusammenfassend am Ende des Videos. Dadurch, dass er grundsätzlich ein extrem starker Main-DPS ist, über die Overworld rennt wie nichts Gutes, man mit perfekten Rotations sehr viel Schaden auch in Spiral Abyss oder ähnlichen Content raushauen kann, aber es teilweise manchmal relativ kompliziert, ihn optimal zu spielen und alles aus ihm herauszuholen. Und ich werde das Ganze natürlich erklären anhand von seinen Talenten, nach dem Hinweis, dass weil er ja heute released, ich auch heute live sein werde auf twitch.tv/sonius ab 16 Uhr und genau diesen Boy pullen werde und natürlich mein Bestes geben werde, euch einen schönen Abend zu bringen, als auch, falls ihr das an einem anderen Tag schaut, ich setze mich an sehr vielen Abenden ab 21 Uhr live bin, schaut einfach mal vorbei, der Streamplan ist auf Twitch auch online. Doch gehen wir damit rüber zu seinen Talenten und seinem Herzstück, mit dem ich anfangen möchte, und das sind seine Standardangriffe. Grundsätzlich, er hat ganz normale Standardangriffe, wenn man die einfach nur benutzt, ohne irgendwas Besonderes, die aber eine sehr coole Animation haben, die wir höchstwahrscheinlich allerdings eher selten sehen werden, wenn wir ihn optimal nutzen möchten als seine Figur, dadurch, dass eigentlich sein gesamtes Kit um seine heftigen Schläge rundherum aufbaut und dabei darum aufbaut, diese auch aufzuladen, denn er hat zwei verschiedene Aufladephasen, wenn ihr irgendwie im Zielmodus seid. Die erste Aufladephase macht einfach seinen Pfeil schon mal zu Pyro-Damage und die zweite ist dann das, was besonders wird. Dadurch, dass diese zweite Aufladephase dafür sorgt, dass ihr nach dem Abfeuern unter anderem einen Hut beschwört, der, sobald er explodiert, nochmal extra Schaden machen wird, dazu gleich mehr, als auch wenn ihr diese zweite Aufladephase macht, ihr 20% eurer AP verliert, bis zu maximal 60% eurer AP. Das ist relativ wichtig zu wissen. Danach würdet ihr nicht AP verlieren, wenn ihr einen Charge Shot macht. Aber ihr wollt das höchstwahrscheinlich triggern und höchstwahrscheinlich versuchen, immer wieder und wieder und wieder hinzukriegen, diese 20% HP ungefähr zu verlieren, also über 60% der HP zu bleiben. Bevor ich das aber genauer ausführe, nochmal ganz kurz zu dem Hut, den er beschwört. Denn grundsätzlich ist dieser Hut dafür da, zum einen den Gegner zu taunten, das heißt, die Gegner werden diesen Hut angreifen und sich nicht auf euren Lune konzentrieren, was super wertvoll dadurch ist, dass ihr natürlich eure Charge Shots macht, bedeutet sehr lange Zeit verbraucht und den ihr nicht ausweichen könnt oder ähnliches. Wenn dann eure Gegner mit einem Hut beschäftigt sind, ist das natürlich ein enorm großer Vorteil für euch. Danach ist es noch so, dass dieser Hut, wenn er explodiert, Bonusschaden macht. Auf einen Gegner, der wird dann von einem Feuerangriff attackiert und das könnt ihr entweder triggern, indem ihr einen zweiten Charge Shot raushaut. Das bedeutet, dadurch würdet ihr einen neuen Hut beschwören, der erste explodiert. Das einzige Problem ist, die Gegner werden diesen zweiten Hut nicht mehr taunten, nur noch den ersten. Das heißt, sie greifen wieder euch an. Aber das als erste Möglichkeit, als zweite Möglichkeit könntet ihr auch rein theoretisch hingehen und sagen, ihr wartet, bis der Hut zerstört wird von den Gegnern. Ihr habt einen Skill, der dazu führt, dass dieser Hut explodiert. Oder ihr wartet einfach eine gewisse Zeit ab. Also super viele Möglichkeiten, die dafür sorgen, dass der Hut explodiert und dem Gegner Schaden zufügt. Als kleinen Bonus arbeitet er mit dem neuen Arca-System, das Pneuma. Das ist größtenteils für Rätsel da und in seinem Kit nicht weiter erwähnenswert. Es macht zwar einen kleinen Bonus-Damage, aber wie gesagt, das wird Aaron Fontaine für Rätsel und spezielle Gegner benutzt. Doch warum ist es jetzt so wichtig, auch AP zu verlieren mit seinen Charge Attacks? Als allererstes, es ist dafür wichtig, dass ihr danach auch einen Stack kriegt von den Requisitenüberschüssen. Davon könnt ihr bis zu 5 Stück sammeln und jedes Mal, wenn ihr LP verliert, kriegt ihr einen dieser Stacks. Als Bonus, auch wenn ihr seine Ultimate einsetzt, dazu komme ich gleich nochmal. Und diese Stacks wiederum sorgen dafür, dass eure elementare Fähigkeit verstärkt wird. Pro Stack kriegt ihr jedes Mal ein bisschen Bonus-Damage mit dieser elementaren Fähigkeit, das heißt, ihr wollt die auch sammeln, aber es gibt noch einen zweiten Bonus, außer das Sammeln dieser Stacks, warum ihr LP verlieren wollt. Und das ist seine passive Fähigkeit Atemberaubende Darbietung. Diese macht nämlich Bonus-Damage, wenn ihr LP verliert, als auch, dass es eine ultimative Fähigkeit aufladet, wenn ihr LP verliert mit seinen Standardangriffen. Also zwei weitere riesige Vorteile, um LP zu verlieren, jedes Mal, wenn ihr einen Standardangriff einsetzt und das euch ganz klar zeigt, ihr solltet versuchen, gegenzuheilen, wenn ihr ihn benutzt. Und ihr solltet versuchen, kein Damage zu kassieren, wenn ihr ihn benutzt, damit ihr danach noch mit den Standardangriffen Damage kassieren könnt. Ein letzter Grund ergibt sich aus dem neuesten Artefakte-Set. Dazu komme ich gleich nochmal detaillierter zu sprechen. Aber grundsätzlich, auch das wird stärker, wenn ihr AP verliert und gewinnt. Also ihr hört es schon raus, es ist super wichtig, dass ihr einen Healer habt, damit ihr diese AP verlieren könnt von diesen Charge Shots. Und das eine war ja die elementare Fähigkeit. Diese hatte ich noch nicht erklärt, die auch ganz schnell und kurz dazu erwähnt. Mit der sorgt ihr dafür, dass ihr grundsätzlich einfach nur Pyro AOE Damage macht, der auch sehr stark sein kann.
gerade wenn ihr die Stacks aus seinem Standardangriff gesammelt habt und gleichzeitig heilt ihr auch nochmal ein bisschen gegen. Das kann zwei Vorteile haben. Zum einen natürlich, falls irgendwie euer Heal mit Bennett oder ähnliches schon vorbei ist, könnt ihr danach direkt wieder Charged Shots raushauen, um danach wieder neue Stacks zu sammeln. Aber gleichzeitig könntet ihr, wenn ihr durch die Overworld oder ähnliches lauft, auch dafür sorgen zu sagen, okay, ich brauche keine 5 Stacks auf meiner Figur, ich muss das nicht komplett aufladen durch seine Standardangriffe und kann meine elementare Fähigkeit auch so immer wieder reinschmeißen, ohne auf einen Healer angewiesen zu sein. Das heißt, ihr könntet rein theoretisch diesen Heal dankend annehmen, um schnell euch vom einen Gegner zum nächsten zu bewegen in der Overworld. Das als kleiner Bonushinweis. Aber grundsätzlich wollt ihr, falls ihr starke Gegner vor euch habt, im Spiral Abyss oder ähnliches, versuchen, eure Rotation in eurem Team so aufzubauen, dass ihr seine elementare Fähigkeit ganz am Ende der Rotation einsetzt, nachdem ihr die 5 Stacks aufgebaut habt und nachdem ihr alle Buffs rausgesetzt habt auf euer Dunay, als natürlich auch für seine elementare Fähigkeit und ultimative Fähigkeit neben den Standardangriffen. Bevor ich ein bisschen detailliert auf seine Rotation eingehe, zum Abschluss noch einmal die ultimative Fähigkeit. Die ist auch ziemlich einfach zu verstehen. Ihr setzt sie ein, könnt danach eure Gegner jeweils einmal markieren, indem ihr sie einfach berührt. Und wenn ihr das gemacht habt, solltet ihr danach einmal euren E-Kraftrücken bzw. eure elementare Fähigkeit einsetzen, weil ihr dann die Ult von selbst abbrecht. Ihr müsst also nicht die komplette Ult abwarten. Ihr spart also dementsprechend Zeit, wenn ihr das abbrecht. Ihr solltet den Knopf allerdings nicht spammen, denn wenn ihr den spammt, setzt ihr danach auch direkt die elementare Fähigkeit ein und würdet dementsprechend all eure Stacks, die ihr gesammelt haben könnt, aus dem Standardangriff verlieren. Aber diese ultimative Fähigkeit, wenn ihr sie also abgebrochen habt oder einfach abwartet, bis die Zeit abgelaufen ist, macht danach einen extrem starken Hit auf all die Gegner, die ihr markiert habt. Also die Markierung macht Schaden und danach dieser extra Hit, den ihr auch nochmal oben drauf haut, ist super, super stark. Das heißt, auch hier wieder in perfekten Rotationen sollte man versuchen, Buffs aufgebaut zu haben, damit diese Ult auch alle Buffs mitnimmt, falls ihr irgendwelche Buffs in eurem Team habt. Nachdem wir also eben gerade auch schon sein erstes passives Talent besprochen haben, zum Abschluss auch nochmal das zweite passive Talent. Und das macht auch einen großen Teil davon aus, wie man vermutlich ein Team rund um ihn spielen wird und worauf man im Teambuilding sehr stark zu achten hat. Und das ist, das Pyro-Element mitzubringen und dieses Pyro-Element auf den Gegnern zu lassen. Also wenn ihr mit Pyro angreift, wollt ihr nicht viele andere Elemente mit drin haben, um dieses Pyro-Element zu entfernen. Denn diese passive Fähigkeit sorgt dafür, dass wenn ihr eine Figur angreift, auf dem das Pyro-Element drauf ist, ihr grundsätzlich immer 60% mehr Schaden macht. Das ist ein extrem hoher Multiplier, aber wenn ihr noch weitere Pyro-Figuren in eurem Team habt, könnt ihr bis zu zweimal noch 20% extra Damage machen. Bedeutet, weitere Pyro-Figuren lohnen sich auch. Also sein Kit schreit quasi danach, dass ihr sowas spielt wie Mono-Pyro und dann keine großartigen Elemente für Elementarreaktionen, damit ihr dieses passive Talent mitnimmt. Und falls ihr dann noch seine Signaturwaffe habt, bestätigt das Ganze nochmal noch mehr, weil ihr da auch belohnt werdet, wenn ihr mehrere Pyro-Figuren habt. Also für das Teambuilding später heißt das, ihr könnt in der Theorie 3 Pyro-Figuren mitnehmen und werdet belohnt, wenn ihr ihn spielt. Und ich bin honest, ein ganz großer Grund, warum ich ihn einfach nur farmen würde, beziehungsweise pullen würde, ist ein letztes Talent, mit dem ich Besonderheiten und Fontaine sehe und so ganz entspannt durch die Gegend laufen kann und schon mal die ganzen Materials einsammeln kann. Doch was bedeutet das Ganze jetzt für seine Rotation, nachdem wir auf seine Talente geschaut haben? Grundsätzlich, ich fand es ein bisschen schwierig, wie am Anfang des Videos zu erwähnen, diese Rotation in vielen Teams zu optimieren, weil ihr einfach in vielen Fällen irgendeine Art von Schild braucht, damit ihr innerhalb seiner Rotation seine Charge Attacks ganz entspannt einsetzen könnt, ohne von allen Gegnern angegriffen zu werden und dabei natürlich im besten Falle immer wieder eine neue Katze beschwört. Aber trotzdem kann man sagen, dass wenn ihr durch die Overworld lauft, ihr nicht großartig auf irgendwas achten müsst. Dass das, was ich vorhin erwähnt hatte, seine Charge Shots bereit sind, eben einer seiner elementaren Punkte, die super viel Schaden anrichten. Bedeutet, ihr könnt von Hillager zu Hillager laufen, könnt diese töten und falls mal doch irgendein Gegner minimal mehr Schaden nehmen sollte, haut ihr eine elementare Fähigkeit raus und spätestens dann ist der Gegner in der Overworld tot. Bedeutet, all das, was ich euch jetzt zum Thema Optimieren erzähle, ist wichtig für schwierige Dungeons als auch den Spiral Abyss, damit ihr auch da gut mit ihm durchkommt. Denn wichtig zu verstehen ist, dass ihr in der Theorie 15 Sekunden Zeit mit ihm habt. Ihr habt seine elementare Fähigkeit und habt jetzt 15 Sekunden 5 Charged Shots und oder eine Ult rauszuhauen und dann 4 Charged Shots rauszusetzen, damit ihr damit mit diesen Charged Shots jedes Mal einen Stack sammelt. Das mit den Stack sammeln klappt natürlich nur, wenn ihr auch HP verlieren könnt, wie hier. Das heißt jetzt ein Stack und danach kann ich weiter HP verlieren, hab einen zweiten Stack, kann weiter HP verlieren, hab einen dritten Stack. Das habe ich jetzt quasi dem hier zu verdanken, dass der mich wieder auflädt und kann so schnell meine 5 Stacks aufladen. Das wäre der optimale Fall, wenn ihr das innerhalb
von diesen 15 Sekunden schafft. Danach könnt ihr eine super starke elementare Fähigkeit raushauen. Dabei könnt ihr natürlich für euch gucken, dass ihr eure eigene Rotation findet, die euch gefällt. Ihr könntet natürlich ganz chillig rangehen und erstmal 4 Charge Attacks machen und gucken, dass ihr in der Zeit vielleicht gesichert seid von einem Zhongli-Schild oder ähnliches, damit ihr eben jetzt keinen Schaden durch den Gegner nehmen würdet. Aber das wäre so eine Möglichkeit, mit der ihr gehen könntet. 4 Charge Shots, schwupp, ihr habt diese 4 Stacks. Aber braucht ihr irgendwie innerhalb dieser Shots einen Heal? Das heißt, falls ihr keinen Benny Boy habt, sondern eine Chi-Chi, könntet ihr das genauso machen. Ihr müsst aber eure Rotation ein bisschen überarbeiten, falls ihr Bennett Boy mitnehmt, so wie es höchstwahrscheinlich sehr viele von euch machen werden. Wenn das der Fall ist, ist meine große, große, große Empfehlung an euch, zu versuchen, 2 Charge Shots mit ihm rauszuhauen, sodass ihr einfach 2 Stacks sammelt, wie ich sie gerade eben hatte, und danach rüberzuwechseln auf Supporter wie Bennett, die eure Ult einsetzen, wieder zurück auf Lunay, der dann wieder gegenheilt, dementsprechend wieder seine Charge Shots raushauen kann und mit dem wieder Stacks sammeln kann, so lange bis er bei 5 ist. Das habe ich einmal versucht für euch zu optimieren und zeige euch das anhand dieses Gegners, wo ich einfach hingegangen bin und ihr seht es halt hier im Video, gesagt habe, ich benutze bei dem Gegner erstmal meine Charge Shots von Lunay, gesichert durch Zhongli by the way, damit ich natürlich auch keinen Schaden nehme. Während ich das Ganze mache, wechsle ich nach 2 Charge Shots sowohl auf Kasua als auch auf Bennett, deren Buffs bei beiden ungefähr bei 15 Sekunden liegen, und danach versuche ich meine letzten 2 Charge Shots rauszuhauen, als auch während all die Buffs aktiv sind, ganz, ganz wichtig, während all die Buffs aktiv sind, habe ich meine ultimative Fähigkeit rausgehauen und die elementare Fähigkeit zum Abschluss auch noch in dieser Zeit, damit beides den maximalen Schaden neben den Charge Attacks raushauen kann. Und klar kann ich das euch so ganz entspannt zeigen und sagen, ey, yo, geht mal raus und macht das einfach so. Und es wird vermutlich auch ab und an klappen. Aber auch das hat wieder ein paar Downsizing, die man überlegen muss. Ja, diese Kombo ist extrem stark. Und würdet ihr das alle 15 Sekunden hinkriegen, wäre euer Lunay komplett am Ausrasten. Gar keine Frage. Aber die Downsides sind unter anderem, dass ihr die Ults nicht so schnell aufgeladen kriegt. Falls ihr Daya habt, seid ihr schon wieder ein bisschen schneller. Sie mit ihrer elementaren Fähigkeit produziert sehr, 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 sehr viele Partikel für euer Lunay, sodass er nicht mehr viel Aufladerate braucht, damit ihr die Ult möglichst schnell wieder aufgefüllt kriegt. Aber euer Benny Boy braucht das Ganze ja auch. In der Rotation, die ihr gerade gesehen habt, wird seine Ult nicht aufgeladen. Bedeutet, zwischen seinen eigenen Rotationen müsstet ihr jetzt wieder Zeit verbringen, um die Ults aufzuladen, beispielsweise mit Bennett 2-mal eine E, dann mit Kasua, falls ihr dabei habt, eine E. Zhongli wird nicht viel dazu beitragen, aber all diese Sachen müsst ihr dann in eure Rotation mit einbringen und die Ults erst wieder auffüllen, bevor das Ganze so nochmal funktioniert. Das bedeutet, falls ihr das Ganze ignorieren wollt, könnt ihr das dann natürlich machen, aber ihr könnt euch dann überlegen, inwiefern wollt ihr das Ganze ignorieren. Wollt ihr sagen, okay, ihr benutzt zwischendurch auch einmal Lunays elementare Fähigkeit, ohne dass 5 Stacks aufgeladen sind? Das geht natürlich vollkommen klar. Ihr kriegt die 2 erst recht so dazu. Vielleicht durch Benny wenigstens die 4 und seine eigene Ult nicht. Oder ihr setzt natürlich viel, 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 viel mehr Charge Attacks ein, anstatt von Lunay selber die Ult einzusetzen, wenn ihr die nicht schnell gefüllt kriegt. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Ihr könnt auch nur mit 4-mal seiner Charge Attack beispielsweise in die elementare Fähigkeit gehen. Das sind alles Optionen, die ihr habt, während ihr gleichzeitig die Ult aufladet. Also optimale Kombos mit ihm sind möglich, aber sehr, sehr schwierig zu erreichen. Gerade wenn man ganz gechillt und entspannt spielen möchte und nicht sich Inspired Abyss auf alles konzentrieren möchte, behaltet es einfach im Hinterkopf. Ich würde einfach nur grundsätzlich euch empfehlen, zu versuchen, sowohl seine elementare Fähigkeit beim Abschluss als auch seine ultimative Fähigkeit immer in die Buffs der anderen Figuren zu kriegen. Das heißt, seine elementare Fähigkeit von Lunay eher innerhalb der ultimativen Fähigkeit von Bennett, oder falls ihr eine Animo-Figur mit dabei habt, erst mit einem Animo-Angriff auf den Gegner, danach die ultimative Fähigkeit von Lunay als auch seine elementare Fähigkeit, da die zwei einen extrem hohen Multiplayer haben und mit am meisten davon profitieren. Natürlich, jeder Charge-Shot profitiert davon, dass ihr einen Damage-Buff kriegt, dadurch, dass sie davon auch besonders viele raushauen können. Aber behaltet das immer im Hintergrund, zu versuchen, die Buffs eher vor der elementaren Fähigkeit und vor der ultimativen Fähigkeit von eurem Lunay zu benutzen. Wenn ihr jetzt bei den einzelnen Stats also überlegt, worauf ihr achten müsstet, um euren Lunay irgendwie zu optimieren, könnt ihr verschiedene Wege gehen. Das erste, was ich besprechen möchte, ist die Aufladerate. Die Aufladerate ist etwas, worin ihr investieren könnt, gerade falls ihr Figuren mitnehmt, die nicht die Burst eures eigenen Lunay aufladen. Dann ist natürlich so eine Aufladerate wichtig, falls ihr die Burst möglichst häufig einsetzen wollt. Grundsätzlich möchte ich aber sagen, dass ihr dadurch natürlich eventuell viel Crit-Schaden oder ähnliches verliert und dementsprechend Schaden auf jeder Charge-Attack und auf jeden Skill, und ich eher versuchen würde, jeden zweiten Skill nur so weit zu bringen, dass ich da drin auch die ultimative Fähigkeit einsetze
und dazwischen bei jedem zweiten Skill 5-mal den Charge Shot benutze, anstatt eine Ult benutze, da ihr einfach viel mehr Damage dementsprechend aus einem Crit-Schaden rauskriegt, als Aufladerate in eine Ult zu investieren. Aber natürlich weiß ich, Artefakte da kann auch regelmäßig noch ein bisschen Aufladerate mitbringen und die kann man dementsprechend dankend annehmen. Ansonsten, falls es euch wichtig ist, mit Dea kommt ihr wahrscheinlich sehr schnell wieder an seinen Ult ran, ohne groß in der Rotation lang auf Bandit Boy zu bleiben oder ähnliches. Bedeutet, damit reichen vermutlich 110-120%, aber bereits ohne Dea verbraucht ihr eher wahrscheinlich 140%+ an Aufladerate, wenn nicht noch viel mehr. Und wie gesagt, das könnte alles Damage sein. Das heißt, darauf würde ich nicht den zu großen Fokus legen, um seine anderen Angriffe eher weiter zu optimieren. Bezüglich seines AG-Wertes, was ja auch so ein grundsätzlicher Stat ist, über den man sich immer freut, wenn man ihn aus seinen Relikten bzw. Artefakten kriegt, möchte ich sagen, falls ihr erstmal zwei Pyro-Figuren in eurem Team spielt, kriegt ihr bereits viel AG. Und falls ihr dann auch noch Bennett in eurem Team spielt mit Nunei, kriegt ihr noch mehr AG aus seiner Ult heraus und braucht höchstwahrscheinlich nicht mehr so viel AG prozentual aus den Artefakten, beziehungsweise der Wert des AGs ist dann ein bisschen geringer, dass ihr das im Hinterkopf habt. Wenn ihr Bennett mit ihm kombiniert, was viele machen werden, braucht ihr nicht mehr ganz so viel AG, aber natürlich ist es immer noch ein dankbarer Stat, den man annimmt. Auch Elementarkunde ist eher ein Wert, den ihr vermutlich weniger brauchen werdet, weil ihr halt eher diese Mono-Pyro-Team spielt, weil ihr das Pyro-Element auf euren Gegnern haben wollt. Wenn sowas wie Cryo-Damage drauf ist, verliert ihr sein komplett passives Talent, was euren 60%, 80% oder gar 100% Damage-Boost bringt. Für ein bisschen Elementarkunde, bei dem beispielsweise 138 Elementarkunde bei Verdampfen und Schmelzen nur 25% bringen. Deswegen bleibt euch eigentlich nur noch ein ganz großer Fokus auf den Crit-Schaden, als auch die kritische Trefferchance. Bei der möchte ich euch aber natürlich auch warnen, dadurch, dass ihr kritische Trefferchance dadurch erhaltet, dass ihr einfach nur eure Figur aufwertet nach und nach, kriegt ihr schon mal 25% extra kritische Trefferchance. Und falls ihr das neueste Artefakte-Set mit ihm spielen wollt, kriegt ihr dadurch auch bis zu 36% kritische Trefferchance. Bedeutet, alleine dadurch seid ihr bei einem extrem hohen kritischen Trefferchance-Wert, dass ihr hier versuchen solltet, nicht mehr zu viel rein zu investieren und dann ist Crit schon euer bester Freund in den meisten Fällen auf den Artefakten. Kritische Trefferchance, wie gesagt, das zweitwichtigste. Aufladerate nimmt man auch gerne an, AG-Prozentual nimmt man auch gerne an und Pyro-Damage-Bonus auf dem Kelch ist sowieso Standard als Pyro-Main-DPS. Und wenn ich schon dabei bin, über die Artefakte zu reden, weil ich eben das neue Set mit den 36% kritische Trefferchance erwähnt habe, erwähne ich das jetzt auch gerne noch einmal als Empfehlung bei den Artefakte-Sets. Das ist das beste Set, was ich euch persönlich ans Herz legen würde, was seine Damage am besten skaliert, weil 36% kritische Trefferchance einfach krass sind und er die perfekte Figur dafür ist. Gleichzeitig wird der Angriff mit Standardangriffen als auch heftigen Schlägen, by the way, seine explodierende Katze zählt als heftiger Schlag, auch um 15% geboostet. Ihr macht super viele Charge Attacks, ihr macht super viele heftige Schläge, bedeutet, dieses Set unterstützt ihn perfekt. Die 36% kriegt ihr allerdings nur, wenn ihr ihn hier benutzt. Bedeutet, ihr setzt zweimal einen Standardangriff ein, seid bei 60% LP, dann füllt euch Benny Boy wieder auf und schwupp, ihr habt schon mal alles, was ihr braucht, damit dieses Set voll greift. Falls ihr kein Heal spielt, beziehungsweise er immer nur seine Standardangriffe macht, während ihr bei 60% LP bleibt, verliert ihr aufgrund seines passiven Talents schon super viel Damage. Also das würde ich euch nicht empfehlen, aber dann würde dieses Set auch weniger Sinn machen. Der einzige Downside von diesem Artefakte-Set ist natürlich, ihr habt das wahrscheinlich noch nicht, wenn ihr gerade mit der 4.0 anfangt. Bedeutet, bis dahin wollt ihr vermutlich erst was anderes benutzen. Dafür zwei große Empfehlungen von meiner Seite aus. Falls ihr es habt, ich glaube sehr wenig Menschen werden es haben, ist dieses Lava Walker Set, bedeutet durchwandernder Heiliger. Dadurch, dass ihr eh das Pyro Element auf euren Gegnern halten wollt, wäre das eine schwächere Option als das eben erwähnte Artefakte Set, aber dennoch sehr solide, weil ihr einfach 35% Bonus Damage auf jeden Angriff kriegt, wo ihr euch ja sicher sein wollt, dass es sowieso Pyro auf dem Gegner ist. Also eine Win-Win-Situation. Was die meisten schon eher verfügbar haben werden, ist das Wanderorchester-Set. Bedeutet, hier verliert ihr natürlich komplett an einem Zweier-Set. Ihr werdet keine Elementarreaktion machen mit ihm, zumindest ist nicht so empfehlenswert. Aber trotzdem, das Vierer-Set erhöht euren Charme mit heftigen Schlägen grundsätzlich um 35%. Ist also ein Set, das easy auf ihm funktioniert und auch einen guten Damage-Boost gibt, was ich erstmal für den Anfang höchstwahrscheinlich spielen werde und vermutlich auch die meisten spielen werden, weil man das häufig übrig hat. Und wenn wir schon dabei sind, das Zweier-Set zu verlieren, kann man auch in der Theorie Chronik des Wüstenpavillons benutzen, falls ihr da bessere Subsets habt, so wie ich dieses hier beispielsweise. Es ginge auch aufgrund des Vierer-Sets und umgekehrter Meteor ginge auch. Ihr löst den Schild mit ihm natürlich nicht aus, das heißt, auch hier habt ihr von dem Zweier-Set nichts, aber das Vierer-Set erhöht trotzdem euren Schaden, falls ihr mit jemandem wie Zhongli in eurem Team spielt,
ist ja die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ihr dauerhaft ein Schild habt. Vielleicht auch mit einer Layla, da ist natürlich der Schild minimal schwächer, aber auch da ist die Wahrscheinlichkeit hoch. Und bei einer Majoo ist er so schwach, dass ihr das Set wieder nicht spielen möchte. Und auch falls ihr gar kein Schild mit dabei haben solltet, was ich eher nicht empfehle, aber es kann natürlich sein, was man auch machen kann natürlich, dann bringt dieses Set auch nicht. Und zu guter Letzt, ganz, ganz defaultmäßig bei den Artefakte-Sets geht es natürlich noch, hier brennende Pyrex mitzubringen. Ihr macht keine Elementarreaktion, also nur das Zweier-Set. Und dieses zu kombinieren mit irgendeinem Set, das ANG gibt, wie beispielsweise Verbeugung des Gladiators für 18% extra ANG, das geht natürlich auch. Bei den Werten, über die ich vorhin geredet habe, würde ich jetzt Mainstat auf der Sanduhr versuchen, weiter ANG prozentual zu kriegen. Dann bei dem Kelch pure Damage Bonus und beim Head auf jeden Fall Crit-Chance statt kritischer Trefferchance, weil ihr ansonsten Overcap zu viel kritische Trefferchance habt, vermutlich über 100% kommt, das als kleiner Hinweis dazu. Und bei den Substats, wie schon erwähnt, Crit-Chance ist immer noch der beste Substat, den ihr haben könntet bei euch. ANG prozentual als auch Aufladerate würde ich sehr dankend annehmen. Und der üppige Rest könnte in LP prozentual durch Survivability gehen, aber eigentlich sind das Crit-Chance, ANG prozentual, Aufladerate und kritische Trefferchance. Es lohnt sich ja trotzdem noch ein bisschen. Sind so die wichtigsten Stats daneben. Nochmal als abschließender Hinweis zur kritischen Trefferchance. Einfach komplett ohne irgendein Artefakte-Set seid ihr bei 24%. Durch das Artefakte-Set kriegt ihr 36% dazu. Seid schon bei 60%. Das bedeutet bis zu 100% lohnt sich maximal 40% KT. Aber ihr wollt einfach versuchen, dass wenn ihr sein Set tragt, ihr hier eigentlich unter 70% bzw. unter 60% bleibt. Und über 50. Irgendwo in dem Rahmen 50 bis 60 ist sehr nice. Bedeutet, ihr wollt einfach, wenn ihr sein Artefakte-Set vertragt, versuchen irgendwo zwischen 55 und 60% mit der kritischen Trefferchance zu landen. Und dann habt ihr plus 36%, fast die 100% kritische Trefferchance aus dem Set. Und könnt dadurch ein sehr, sehr gutes 1-zu-2-Verhältnis aufbauen und euch ganz krass auf den Crit-Chan bei ihm fokussieren und so wahrscheinlich irgendwann extrem hohe Nummern raushauen. By the way, alles Gameplay, was ihr gesehen habt, war noch mit dem Wanderorchester-Set. Bedeutet, da ist nochmal viel mehr Damage-Potenzial als das, was ihr hier im Video schon seht. Das eben erwähnte hat dementsprechend natürlich auch einen Einfluss auf seine Waffenwahl. Und hierbei gilt auch, kritische Trefferchance lohnt sich nur, wenn ihr bei unter 100% kritischer Trefferchance bleibt, nachdem sein Artefakte-Set gestartet ist. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Bedeutet, besonders Crit-Chan wird natürlich als Substat bei den Waffen sehr empfohlen. Ganz klar, allem voran ist natürlich seine neue Waffe, die er mitbringt. Kritischer Schaden ist mit dabei, guter Basis-AG-Wert und einfach der Bonus, der seinen Schaden erhöht, gerade wenn ihr auch hier wieder weitere Pyro-Units in eurem Team habt, was in vielen Fällen eh passiert, gerade durch Bennett oder durch eine Dea oder ähnliches. Bedeutet, dieser Bogen ist einfach perfekt für ihn, um ein Mono-Pyro-Team zu spielen und hierbei alles auszunutzen, dass das Nonplusultra. Am dichtesten an den Schaden von seiner eigenen Signaturwaffe bekommt ihr vermutlich mit Aqua Simulacra. Auch hier habt ihr den Crit-Schaden mit dabei und zumindest einen Bonus, der noch irgendwie für ihn greift. Während ihr bei dem Donnerpuls die nächstbessere Option zwar habt, aber sehr wenig durch seine Verfeinerung, also eher eine Waffe, die ich weiter auf anderen Figuren spielen würde, als auf ihn. Falls ihr also noch Platz für die kritische Trefferchance habt, weil ihr da auf den Artefakt nichts mitnehmt, sind trotzdem zwei extrem gute Optionen, auch eigentlich besser als der Donnerpuls, sowohl der Himmelsflügel als auch Polarstern, zwei super Waffen, falls ihr kritische Trefferchance übrig habt, weil aus den Artefakten nichts kam. Ich empfehlen würde ich euch Waffen, die sich eher auf die Elementarkunde konzentrieren, wie beispielsweise Pfad des Jägers, grundsätzlich ja, die Stats sind okay, kann man benutzen, und auch Waffen, die sich auf die Aufladerate funktionieren, dadurch, dass ihr dann super viel Schaden aus seinen eigenen Angriffen, der Charge Attacks, als auch durch den Skill verliert. Behaltet das immer im Hinterkopf, euch nicht zu stark auf die Ult zu fokussieren, nur weil das den größten Hit von allen raushaut, aber dafür eben auch halt sehr selten. Wenn wir weitergehen zu den 4-Sterne-Waffen, sind seine besten Optionen leider auch nicht Free-to-Play, so leid es mir tut, sondern seine allerbeste Option ist die neue Battle Pass-Waffe, für die ihr also 10 Euro im Monat ausgeben müsstet und dann auf Refinement 5. Das ist die beste 4-Sterne-Variante, die ihr auf ihn benutzen könntet. Und die zweitbeste ist in der Theorie der grasgrüne Jagdboden, aber auch hier wieder mit dem Hinweis, nur wenn ihr unter der 100% KT bleibt. Und natürlich möchte ich auch Free-to-Plays da draußen eine Option geben und vermutlich ist die beste Option, die ihr Free-to-Play habt, Mondschein-Prototyp, allerdings nur, wenn ihr es auch schafft, hier mit den heftigen Schlägen Schwachstellen zu treffen. Bedeutet, gerade Mobile ist das sehr schwierig. Ansonsten auch eine sehr gute Option ist, wenn ihr bei den Händler reingeht, der Schwarzstein-Kriegsbogen, den ich leider gerade nicht beim Händler habe, aber den könnt ihr kaufen durch die Währung, die ihr vom Pullen kriegt. Und hier hättet ihr eine sehr gute weitere Option Free-to-Play für euren Lunay. Und falls ihr auch darauf keinen Bock habt, könnt ihr euch immer noch Gesang der Stille craften. Bedeutet, hier könnt ihr dann zur Schmiede gehen. Ihr müsst die Waffe nur einmal freischalten
und habt AG prozentual, was sehr gut ist, und würdet Damage Boost kriegen nach einer Heilung. Bedeutet auch, das wollt ihr sowieso in eurem Kit mit dabei haben. Also diese Waffe passt als letzte Option auch gut auf ihn. Vermeiden würde ich eben nur eher Waffen, die beispielsweise Aufladerate geben oder die Standardangriffe boosten, wie der rostige Bogen und nicht die heftigen Schläge. Oder Waffen, die Elementarkunde boosten. Damit seid ihr meistens nicht so gut leider aufgehoben. Und bevor ich damit zum Abschluss zu seinen Teams komme, nochmal einen Hinweis zu den ganzen Constellations, die er so hat. Seine erste Constellation ist ganz nett, aber jetzt nicht irgendwie lebensnotwendig, dadurch, dass ihr dadurch eine weitere Beschwörung machen könnt mit seinen Charge-Attacks, bevor also eine dieser Hüte explodiert. Das gibt euch allerdings nur alle 5 Sekunden einen extra Angriff. Das Nette daran allerdings ist, dass der Hut länger überlebt und dementsprechend länger von den Gegnern getargetet wird. Gerade falls ihr ohne Schild spielen wollt, ist das mit seiner C1 eher möglich als C0. Seine zweite Constellation ist ein sehr guter Damage Boost hingegen, grundsätzlich für den Crit-Schaden. Das Besondere an ihm als allererste Figur ist seine dritte Constellation. Die erhöht nämlich nicht das Level seiner elementaren Fähigkeit oder seiner ultimativen Fähigkeit, sondern als allererstes seinen Standardangriff. Sowas hatten wir bisher noch nie und jetzt wird auch klar, warum wir hier stehen. Wir haben die Höchststufe 15, dadurch kann er selbst nämlich bereits bis Stufe 13 kommen mit dieser Constellation. Und mit Tatake ist es schon bei Stufe 14. Wer weiß, dass in Zukunft vielleicht noch kommt, dass wir bei Stufe 15, 16, 17 landen könnten. Aber er dadurch eine ganz große Besonderheit im Vergleich zu dem, was wir sonst hatten in Genshin Impact. Seine vierte Constellation ist nur cool, falls ihr noch einen guten Pyro-Sub-DPS mit dabei habt, wie beispielsweise eine Changling, die dadurch auch nochmal extra Schaden macht. Und seine fünfte Constellation ist eher ein bisschen unwichtig, dadurch, dass seine Ult zwar stark ist, aber halt nur ein kleiner Anteil von seinem Schaden, den er insgesamt komplett raushaut mit all seinen Angriffen, während seine sechste Constellation einfach durch die extra Angriffe komplett ausrasten lässt, also die wieder sehr, 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 sehr stark. Und damit rüber zu, wie ich finde, immer einer der spannendsten Parts der ganzen Guides, und das sind Teams, die man sehr gut mit ihnen spielen kann. Als allererstes hatte ich erwähnt, ihr verliert HP und wollt HP wieder aufbauen, damit er danach funktioniert. Das heißt, ihr braucht in 100%, um ihn komplett auszunutzen, in 100% der Fälle auf jeden Fall einen Heiler, außer ihr benutzt den Foodbeutel, der wohl ihr ein, zweimal Food fest. Aber ein Heiler ist essentiell bei ihm. Die beste Option dabei, natürlich ohne Frage, mit einer wunderschönen neuen Animation seit 4.0, ist Bennett. Dadurch, dass er natürlich euch heilen kann, ab dem zweiten Shot er leider erst, also nicht schon direkt nach dem ersten Charge-Attack, den er raushaut. Aber neben der Heilung ist er eine Pyro-Figur, bedeutet, ihr kriegt den Pyro-Einklang aus eurem Team gesichert. Und danach, also nachdem ihr den Pyro-Einklang gesichert kriegt, habt ihr noch den Vorteil, dass wenn er euch hielt, er euch einen ANG-Buff gibt. Also overall einfach eine sehr, sehr gute Figur, die dann auch noch so schnell elementare Fähigkeiten raushauen kann, dass er als Battery benutzt werden kann, um ultimative Fähigkeiten zu rushen. Er hat also extrem viele Vorteile. Bennett als wahrscheinlich die beste Option im Spiral Abyss zusammen mit Nunei. Außerhalb des Spiral Abyss fand ich es sehr schön, Figuren mit dabei zu haben, die nicht durch die ultimative Fähigkeit heilen, sondern durch die elementare Fähigkeit, wie eine Chi-Chi, wie eine Barbara, wo ich auch Gegner größtenteils eher aus der Ferne angreife. Das bedeutet, das Element wird nicht überschrieben auf den Gegnern. Da fand ich andere Healer sehr angenehm im Vergleich zu Bennett. Doch wenn ihr ein anderes Element vom Healer mitnehmen wollt und versuchen wollt, nicht das Element zu überschreiben, beispielsweise eine Kokomi, die Hydro auf den Gegner legen würde, ihr würdet Pyro verlieren und würdet damit sehr viel Damage auf ihn verlieren, könntet ihr sehr guten Dendro-Healer mitnehmen, wie beispielsweise eben die Yao Yao oder als 5-Sterne-Option der bei Zhu, dadurch, dass ihr natürlich mit Dendro auf den Gegnern diese Nutzung verbrennen bringt. Wenn die Gegner verbrennen, habt ihr weiter das Pyro-Element auf den Gegnern, ihr verliert also nichts, wenn ihr eine Figur wie diese mitnehmt, aber müsst dafür noch mehr auf euch selber aufpassen, dass ihr nicht sterbt, und gerade mit Yao Yao hatte ich sehr viele Probleme zwischendurch. Als nächstes würde ich euch sehr stark irgendeine Art von defensiven Figur in eurem Team empfehlen und ganz besonders Figuren mit einem Schild. Das hat natürlich sehr viele Vorteile. Zum einen, wenn ihr einen Schild, gerade wie Zhongli, mit dabei habt, könnt ihr nicht unter die erwähnten 60% fallen. Denn wenn ihr unter die erwähnten 60% fallt und es nicht schnell gegengeheilt kriegt, kann eure Charge Attack von eurem Nunei nicht HP verlieren und ihr verliert sehr, sehr, sehr viel Damage von ihm. Bedeutet, wenn ihr durch ein Schild bei über 60% bleibt, sichert ihr euch euren Damage. Wenn ihr natürlich euch grundsätzlich über den 60% halten könnt, könnt ihr auch andere defensive Slots als Zhongli mitnehmen. Er ist nicht gezwungen, bei euch mit dabei zu sein. Als ein sehr gutes Beispiel kann ich euch die ja dazu ans Herz legen, dadurch, dass sie natürlich kein Schild mitbringt, aber defensiv trotzdem dafür sorgt, dass wenn ihr mal von dem Gegner angegriffen werdet, ihr nicht sofort umfallt. Wenn ihr umfallt, könnt ihr natürlich eure Charge Attack nicht ausführen, die ihr vielleicht gerade aufladet. Und wenn ihr eure Charge Attack nicht ausführen könnt, verliert ihr wieder einen großen Teil eures Damages. Bedeutet, dieser defensive Slot ist nicht nur dafür da, dass ihr unter 60% HP nicht fallt,
sondern ist auch dafür da, dass sie grundsätzlich nicht umfällt, wenn sie gegen einen Gegner kämpft. Und das Tolle an Dea ist dann auch noch dazu, dass sie ein Pyro-Element mitbringt. Bedeutet, in Luneys Team lohnt sich ja bis zu 2 weitere Pyro-Figuren, also neben Bennett eventuell sie. Dadurch maximiert ihr quasi seine passive Fähigkeit, seinen Schaden dadurch. Und sie produziert super viele Pyro-Teilchen, damit ihr schneller in eure Ult kommt und diese wahrscheinlicher in euren Rotationen einsetzen könnt mit deutlich weniger Aufladerate, als wenn ihr sie beispielsweise nicht nutzt und stattdessen Zhongli, wo ihr viel mehr Aufladerate braucht. Auch eine Option ist die bei einigen Kennern beliebte Tang Fei. Ab der 4. Constellation gibt auch sie ein Schild, auch eine Option. Aber dadurch verliert man, finde ich, ein bisschen was an Team-Damage. Das heißt, das ist eher so eine Nischen-Option. Genauso wie Qingyang auch eine Option ist. Aber sie ist auch davon abhängig, dass da Gegner sind, bedeutet sie auch eher eine Nischenoption. Und dann, falls ihr jetzt weggehen wollt von dem Pyro-Element oder von Zhongli, das so als die Hauptdinger von den defensiven Sachen, könnt ihr natürlich gehen, beispielsweise mit Cryo, Layla, als auch die Yona. Mit Yona müsst ihr gerade aufpassen mit der ultimativen Fähigkeit, dass ihr nicht zu viel Cryo auf den Gegner legt. Mit Layla ist es ein bisschen entspannter, gerade solltet ihr ihre ultimative Fähigkeit nicht einsetzen, macht sie nur sehr, 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 sehr selten das Element auf den Gegner. Aber dadurch verliert ihr halt viel von ihrem eigenen Kit, könnt ihr beispielsweise nicht mehr das alte Hofritual auf ihr spielen, wenn ihr das nicht sowieso schon auf Vanage spielt. Aber das so als Hintergedanke, die zwei bringen natürlich Nachteile mit sich. Oder ihr sagt das, was ich vorhin erwähnt hatte, ihr nehmt als Schild beispielsweise einen Dendro-Shielder mit, wie bei Zhu, oder die gern gesehene Kirara, dadurch, dass die ja auch jeweils ein Schild mitbringen, nur das Dendro-Element mitbringen, also die Gegner zum Verbrennen bringen und ihr haltet zumindest das Pyro-Element. Und solltet ihr das Ganze genauso aufgebaut haben, wie ich das jetzt erwähnt habe, hättet ihr jetzt noch einen letzten Slot übrig, den ich irgendwie noch als weiteren offensiven Buffer oder als offensiven Sub-DPS mitbringen würde, der einfach Eigenschaden macht. Als Buffer steht für mich natürlich ganz vorne wieder mit dabei Kasua, meine lieben Freunde. Kasua bringt das Animo-Element mit, bedeutet, er kann 4er grünlicher Schatten tragen, kann dadurch den Schaden weiter buffen, durch seine eigenen Skills den Schaden weiter buffen. Also dieses Team ist das, was ich euch am Anfang des Videos gezeigt habe und vermutlich so sein bestes Team, das ich euch am ehesten ans Herz legen würde, wenn man all diese Figuren natürlich hat. Das ist nicht garantiert, dafür habe ich euch bei Zhongli schon Ersatz gegeben und auch bei Kasua gibt es natürlich viel Ersatz. Denn grundsätzlich, wenn es euch nur um Animo geht, könnt ihr beispielsweise den Venti mitbringen. Der bringt auch das Animo-Element mit sich. Oder ihr könntet eine Sucrose mitbringen, auch eine sehr, sehr gute Option. Rein theoretisch könnt ihr auch einen Heizo mitbringen. Oder falls ihr weiter das 4er Animo-Set tragen wollt für eben euren Luneo, um da den Schaden zu optimieren, könnt ihr auch die Healer damit ersetzen. Wie beispielsweise Zayu, als auch die Jean mit dazu nehmen, gerade falls ihr keinen Bennett spielen solltet, den aber halt die meisten spielen. Und wenn ihr Bennett spielt, lohnt sich natürlich Zayu oder Jean nicht mehr ganz so doll. Ihr müsst aber natürlich in diesem letzten Slot nicht auf den Buff durch Animo gehen. Ihr könnt natürlich auch durch den Buff beispielsweise durch einen anderen DPS mitgehen. Falls ihr Zhongli mit dabei habt, könnt ihr zum Beispiel Dea nehmen. Oder grundsätzlich, was auch sehr gut funktioniert, ist den Zhongling mitzunehmen. Dadurch, dass sie sich dann gegenseitig auch alle weiter boosten, was die Spezialfähigkeit angeht. Und ihr wieder weniger Aufladerate bringt, sie selber sehr viel Schaden macht, ihre ganzen Constellations den Schaden von Pyro-Units ballern. Also sie auch einer der besten Supporter mit dabei. Oder was halt immer funktioniert, ist ein Albedo mitzubringen. Auch eine sehr gute Option im letzten Slot, wenn ihr ein solches Team spielt. Gerade, wenn ihr Zhongli mit dabei habt, weil ihr jetzt nicht nur den Pyro-Einklang mitnehmt, sondern eben auch den Geo-Einklang, also euren Schaden nochmal weiter erhöht. Ihr müsst jetzt nur aufpassen, dass das Geo-Element nicht zu viel Kristallisation macht und das Pyro-Element vor euch an euren Gegnern nimmt. Eine Bonus-Erwähnung möchte ich Klee geben, weil sie eine meiner Lieblingsfiguren ist. Falls ihr die DC2 habt, senken sie mit ihrer zweiten Constellation auch die Verteidigung der Gegner und dann lohnt sie sich auch. Aber das nur als kleine Bonus-Erwähnung, weil ich sie so gern mag. All die anderen Figuren, die ich eben erwähnt habe, sind für die meisten wahrscheinlich logischer spielbar. Gerade wie eine Zhongli, weil sie Free-to-Play ist, als auch wenn ihr in der 4.0 startet, Benny Boy komplett Free-to-Play für euch zur Verfügung steht. Ihr müsst nur das Event spielen, was mit der 4.0 kommt. Ihr habt eine Zhongli. Und dann hättet ihr mit einem 4-Sterne-Schiede, wie beispielsweise einer Layla oder einer Kirara, ein Free-to-Play-Team aufgebaut. Aber ich denke mal, gerade dieser defensive Slot, falls ihr keinen Zhongli habt, ist das Schwierigste mit dazu zu kriegen. Aber, es sei dazu gesagt, ihr könnt ihn natürlich auch im Rahmen der 4.0 pullen. Ich würde trotzdem dafür kein Geld ausgeben, nur um den Zhongli zu besitzen. Das sind also die Sachen, die ich euch empfehlen würde. Damage Showcase zu ihm habt ihr am Anfang des Videos gesehen und zwischendurch einmal als die perfekte Combo gezeigt habe. Und das war nur mit dem Wanderorchester-Set, nicht mal mit seinem optimalen Set. Aber 10-0 und mit seiner Waffe, das sei dazu gesagt. Ich denke, man kann da noch grundsätzlich viel mit ihm raushauen.
Sein Schaden ist überzeugend. Als kleines finales Review nochmal zusammen mit dieser perfekten Kombo möchte ich sagen, ja, ich kann diese Figur empfehlen. Sie ist super stark. Auf der Overworld rascht er mit all seinen Standardangriffen alles komplett weg, was nicht bei 2 auf dem Baum ist. Auch die ganzen kleinen Domänen kriegt er super schnell vernichtet, gerade wenn man nicht seine optimale Kombo benutzt. Aber dann mit der optimalen Kombo innerhalb von einer Kombo ist eigentlich alles tot, was auch wieder nicht bei 2 auf dem Baum ist. Er ist also eine sehr, sehr starke Figur, die dazu aber ein bisschen komplizierter zu spielen ist, beziehungsweise manchmal sich so anfühlt, als würde die Kombo nicht ganz so perfekt laufen. Das heißt, probiert ihn auf jeden Fall vorher aus, ob das was für euch ist. Und denkt daran, ihr müsst Charge Shots machen, mit denen ihr zielen könnt. Also auch mobile solltet ihr zweimal drüber nachdenken, ob das was für euch ist. Kriegt ihr das hin, auf die Gegner zu zielen und eure Bogenschüsse aufzuladen. Das alles so für kleine Punkte, die man im Hinterkopf behalten kann. Mir persönlich hat er mehr Spaß gemacht, als ich es am Anfang erwartet habe. Und jetzt bin ich gespannt, wie es komplett in der 4.0 für mich mit ihm laufen wird. Meine Puls, wie gesagt, auf twitch.tv/sonius. Falls ihr dabei sein wollt, schaut gerne vorbei oder lasst ein Abo auf diesem Kanal da, damit ihr keins dieser Videos mehr verpasst, wie diesen Guide, alle weitere Guides, wie auch diese Lunette und dem, was noch in Zukunft folgen wird. Ich würde mich mega darüber freuen. Dankeschön dafür und bis zum nächsten Video.